Damit du deine Kamerasonne wiederfinden kannst, ist es ganz wichtig, dass du einen GPS-Tracker verwendest. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du den TK-102 einsetzen kannst. So sieht der aus. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Und zwar kann man einfach eine SIM-Karte einlegen. Dabei ist es wichtig, dass die SIM-Karte mit ausreichend Guthaben aufgeladen ist und dass die PIN-Abfrage deaktiviert ist. So, die wird jetzt hier eingelegt und eingerastet. Und anschließend kann man dann den Akku einlegen. So, und jetzt fängt diese grüne LED an zu leuchten. Das bedeutet, dass der GPS-Tracker jetzt seine Position sucht. Sobald die Leuchte aber blinkt, heißt es, dass der Tracker seine Position bereits kennt und jetzt fertig ist, um seine Position auch zu übertragen. Das wäre jetzt nämlich der Fall. Wir können einfach noch den Deckel drauf machen. Und jetzt funktioniert es so, dass wir dann die Nummer, die wir eingelegt haben, einfach anrufen können. Ich mache mal auf Lautsprecher, dann hört man, was passiert. So, das heißt, der hat jetzt einmal geklingelt und legt dann von alleine auf. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis wir gleich eine Rückmeldung bekommen. Denn dieser Tracker überträgt jetzt seine Positionsdaten per SMS auf dieses Handy. Müssen wir kurz warten. So, und hier haben wir auch schon die Position. So sieht dann eine SMS aus, wenn ihr sie von dem Tracker bekommt. Und da sieht man dann, dass die Koordinaten eingetragen sind und ein Google Maps Link. Wenn man jetzt auf diesen Google Maps Link klickt, öffnet er sofort die Position und zeigt uns dann den Standort an, wo der Tracker jetzt ist. Das ist ganz praktisch, denn jetzt kann man hier direkt aufs Navi klicken und dorthin navigieren. Der Tracker hat aber noch weitere Vorteile, und zwar kommt er komplett ohne Tasten aus. Das heißt, man legt den Akku ein und das war's. Er fängt sofort an, sich zu orten. Das hat nämlich den entscheidenden Vorteil, dass wenn der Tracker einfriert, bei den Temperaturen, wir erreichen ja bis zu minus 60 Grad, wenn er dann einfriert, würde er aufhören zu funktionieren, also seine Position zu übertragen. Wenn er jetzt aber landet, kann es sein, dass der Tracker nämlich wieder auftaut und sobald der Akku dann wieder genug Spannung hat, würde er komplett wieder anfangen, seine Position zu übertragen, ohne dass man irgendwas drücken muss. Und das unterscheidet ihn ganz stark von anderen Geräten, wo man nämlich zum Beginn einfach einen On-Off-Schalter drücken muss, um ihn dann wieder ans Laufen zu bringen. Das fällt hier einfach weg.